failed me for the last time. Ich begrüße euch in der Star Wars Base. Star Wars Base. Wir verabschieden uns. 40 Jahre Star Wars. 40 Jahre Star Wars. 30 Jahre in der PR. 30 Jahre Krieg. Nicht 30 Jahre Krieg der Sterne, sondern am Anfang 79 Spielwaren. Für Spielwaren Star Wars. Ne? Gefochten da. Ach, mit Kenner fing alles an. Dann ging es in Hasbro und so weiter und so fort. Waren natürlich auch noch viele andere Firmen dabei, die für Star Wars Merchandising gemacht haben. 40 Jahre Star Wars ist schon Hammer. Und wenn man sich das alles so anschaut, was da alles so los war, 40 Jahre lang, und jetzt sind da gespaltene 1 bis 3, 3a, ne, Rogue One gehört ja schließlich auch dazu, dann 4 bis 6 und demnächst 7 bis 9, je nachdem wie alt man ist. Der eine hat den schwarzen Saber bei Rogue One, ne? Nein, hat er nicht. Da war gar kein Saber. Richtig, bei Rogue One war gar kein Saber. Ja, so, jetzt tun wir das gute Stück mal weg. So, aber bei Rebels. Bei Rebels waren ganz viele Saber auch. Der schwarze, der Dark Saber. So, meine lieben Freunde, ich hatte gestern ja berichtet über Strom bitte nicht wechseln, das sage ich jetzt einfach in dieser Sendung auch nochmal, passt bitte auf. Strom ist bis zu 38% teurer geworden, das muss alles nicht sein, weil Strom fließt immer, das ist eine Garantie des Staates. Nur die Abgreifer, das sind schon mehr so, ne, Wegelagerer, die da zugreifen. Wir haben da, wie gesagt, ein Riesenspäßchen mit einer Geschichte. Wir haben jetzt auch einen Anwalt gefunden, der mithelfen will, dass die junge Dame da zu ihrem Recht kommt. Passiert wohl schätzungsweise, wenn wir Glück haben, im Dezember. Wir suchen aber noch kräftig händeringend Anwälte, die der Dame da helfen, weil die ist wirklich abgezockt worden. Aber ich muss es ja nicht erklären. Ihr geht, wie gesagt, bei YouTube rein, seht, was da passiert. Gibt einfach Stromärger ein und dann geht es richtig zur Sache. So, ich möchte mich auf diesem Weg bei Akte 2017, bei 37 Grad und bei Quer und bei Extra 3 einfach mal hier bedanken. Ja, und vor allen Dingen beim Welke ZDF Heute Show. Das ist das, was man sich so zwischendurch mal anschauen kann. Ich bin leider ein Netflix. Ja, Netflix, tut mir leid. Das sind die Serien, die ich sehen will. Okay, ich muss jetzt hier ein bisschen schneller machen, weil ich gleich Hubert und Staller sehen möchte. Da liegt auch irgendwas im Argen, dass der irgendwie nicht mehr dabei sein wird. Einer davon, ich glaube der Hubert oder der Staller, ich weiß nicht, ich glaube der Hubert wird aussteigen oder ist ausgestiegen, aus welchem Grund auch immer. Naja, aber wir gleiten raus, weil wir sind hier bei Disney. Ne? Da die Karibik, Captain Jack Sparrow. Captain Jack Sparrow. Wie fandet ihr eigentlich 5? Hm? War nicht so. Also für die, die auf 3D, also auf 3D hatte nicht gewirkt, also da war nichts. Ne? War ein bisschen lau, ein bisschen floppig. 2 muss ich mir nochmal genießerisch anschauen. Aber wir sind ja jetzt hier nochmal bei Star Wars. Wir haben auch gerade hier eine wunderschöne Geschichte, ein Ewok im Auftrag. Wir hatten hier gerade Leute, also wir verabschieden uns, weil Star Wars geht so langsam. Also hier aus unseren, wir werden die Kulisse umbauen. Wie gesagt, das mit der Wahrheit und das mit dem Magazin müssen wir noch gucken, weil ich hatte gerade noch mit YouTube, dass die letzte Folge Wahrheit, nichts als die Wahrheit, doch nicht so gut für Firmen wäre. Also, meine lieben Freunde, kauft bei Hasbro, ich mache jetzt mal fette Werbung, Hasbro, DC, Universe, Star Wars Artikel, versucht den Darth Saber zu bekommen, der ist nicht so einfach zu bekommen, den Dark Saber. Ne? Da macht es richtig Spaß, dieses schwarze Teil hier rumzuwirbeln, ne? Ein Jedi zu sein oder ein Sith Lord zu sein, das macht so viel Spaß mit Star Wars. Es macht so viel Spaß mit den Kunden über Star Wars. Ich hatte gerade auch hier, momentan sind ja doch einige hinter den Bildern her, die fragten nach, wie teuer sind die Bilder. Wegen der Kulisse werden die dann langsam aber sicher hier den Weg nach draußen finden. Geht jetzt so langsam auf Weihnachten zu. Es sind noch 50 Tage
bis Star Wars 50 Tage sehen wir dann endlich Episode 8, 150 Minuten lang. Das wird so viel Spaß machen, bestimmt. Und wir würden uns natürlich freuen, ich auch, Captain Rex oder Medienkanzler, je nachdem, würde mich also wirklich darüber freuen, wenn wir, sagen wir mal, gemeinsam im Kino wären und dann im Kino uns dort umschauen würden, also den Film genießen würden. Ja, wir haben, wie gesagt, ein paar einige Artikel hier, die wir dann kostengünstig verkaufen würden, nicht wahr? Aber wieder zuerst, die Preise fliegen ja einem regelrecht um die Ohren. Das ist eben so, diese Figur, diesen Trooper, der... Keine Panik, das ist mein Trooper, deswegen nehme ich ihn auch gerade in der Hand. Da passiert nichts. Ich lasse ihn aber bauen. Ich lasse ihn zusammenbauen, wie ich den anderen Trooper, den Death Trooper schon habe, zusammenbauen lassen. Werde ich dann auch diesen hier zusammenbauen lassen. Ja, die werde ich natürlich auch kostengünstiger dann verkaufen. Nein, diese werden dann etwas teurer verkauft, weil die nämlich schon zusammengebaut sind und perfekt aussehen werden, wie die Originale, die wir hier schon haben. Wir haben ja hier aus China mit zusätzlichen Sachen haben wir den, ne? Und so weiter. Den Combat Assault Tank Commander, oder echt China. Mit echter, ne? Seht ihr, China? Ja, wir haben nicht nur China, wir haben nicht nur Star Wars, wir hatten auch andere. Die kompletten Assassins-Figuren, werden sie alle da, sind weg. Und dass sie richtig Geld gekostet haben oder richtig Geld kosten würden, bei Amazon wisst ihr auch. Trotzdem, ein Kunde zu Weihnachten kommt, legt mir Dollars auf den Tisch, hat er gemacht und waren alle weg. Alle weg. Ja, so wird das jetzt auch sein. Nur die Saber hier, die bleiben noch ein bisschen. Wie lange, weiß ich nicht. Ich hätte auch gerade ein Angebot bekommen, da wollte mir einer hier so ein das gute Stück hier für 110 Euro verkaufen. Sag ich, das war mir nicht böse, aber das habe ich ein bisschen günstiger bekommen. So, überwiegend habe ich hier Star Wars Freunde, die verkaufen wollen und die auch Star Wars einkaufen für sehr wenig Geld, um damit zu warten und dann ganz teuer zu verkaufen. Das sieht man ja bei Amazon und bei eBay. So, diese Sendung geht jetzt zu Neige, die Sendung geht jetzt zu Ende. Ich möchte mich auf diesem Weg wirklich bei euch allen bedanken, allen, die mal hier waren, die Gäste waren, die Kunden waren, die beim Stammtisch da waren, den Samstag, die einfach mitgemacht haben, auch hinter den Kulissen. Und ich möchte mich einfach wirklich bedanken. Ich fand das toll. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich denke mir, wie geht sowas aus? Ihr merkt schon, immer wenn ich so einen Videoclip mache, dann war das sicherlich etwas richtig. Man hatte mal wieder so einen Auftrag. Und dann bleibt das Ding stehen und dann husche ich da mal eben vor und mache daraus eine schöne Sendung. Mal gucken, wie ich sie mir jetzt wieder ausgedacht habe. Ihr seht das ja. Ja, wie gesagt, Wahrheit, nicht dass die Wahrheit mit dem Medienkanzler, da haben sich schon einige wieder aufgeregt, also ein einziger, ja, diese Püppchen da, ne? Weil wir sind immer Disney verrückt, wir lieben Disney und wenn dann so Püppchen hier da auftauchen, hier so Animationsfigürchen, so. Gut, ich könnte mich jetzt auch duplizieren, ich könnte mal eben in den Green Room gehen, mich duplizieren und dann wie quer arbeiten, ja, aber wenn ich ganz ehrlich bin, wir haben hier 6000 SGB-Fälle, ja, Hartz IV, 6000. Insgesamt haben wir hier in dieser Stadt über 100.000. Aber 6000 haben wir hier als Kunden, deswegen sind auch einige Berater hier. Wir haben hier 7 Beratungsstellen, um dann in das Magazin. Ich meine, wir wissen das doch. Wir wissen, dass wir eine wirtschaftliche Demokratie sind. Wirtschaftlich, wirklich rein wirtschaftlich. Ich habe gerade noch gelesen, dass Rewe diese kleinen Tütchen, wo man Obst mit einpackt, auch aus dem Verkehr, sind sauber bezahlen. Wir sollen diese kleinen Tütchen demnächst bezahlen, da wette ich mit euch, 10 Cent bestimmt. Ne? Oder 5 Cent, keine Ahnung. Aber jedenfalls wird das auch in Zukunft, wenn wir unseren Obst einpacken. Ich hatte heute ein super tolles Thema, wegen den Tüten. Ne? Also die Tüten sind ja aus dem Verkehr gezogen, Aldi und wie sie alle heißen, haben die Tüten aus dem Verkehr gezogen. Haben jetzt Papiertüten und so. Und dann kam der Hammer. Das, was wir einkaufen,
das, was wir einkaufen, ist ja zigmal verpackt. Ja? Da ist ja zigmal Zellophan drumherum. Das fand ich toll, wie die ältere Dame, ich komme da mit meinem Beutel an und dann nehme ich doch Zellophan mit nach Hause und Plastik und doppelt und dreifach. Ja, ist so. Okay, aber wie gesagt, ich möchte euch einstimmen auf eine neue Geschichte. Ich möchte euch einstimmen auf eine tolle Idee, wo ihr selber mitmachen könnt. Und wenn ihr irgendwelche Sachen habt, machen wir und wir helfen und wir versuchen es. Und versuchen es auch so zu gestalten, dass die Sendung interessant wird, dass auch ihr Lust habt zuzuschauen. Wie gesagt, wir haben jetzt hier im Internet recherchiert. Einige Star Wars Sachen fliegen ja regelrecht raus. Wie gesagt, im Dezember muss ich mal schauen, wenn einer da wirklich, oder ich bemerke, dass da jemand einkaufen möchte, weil einer Geburtstag hat. Man merkt es ja, dass die, die da einen beschenken möchten, vielleicht gar keine Ahnung haben. Ja, jedenfalls werden tolle, also es wird günstig werden und ja, einige sind gerade vorbestellt worden, also viel bleibt hier nicht über, ist also einiges hier vorbestellt worden, was ich jetzt hier nicht angreifen darf, weil das alles rausgeht, auch R2D2, der an sich bei Amazon 699 Euro kostet, wird bei uns 300 kosten. Dann der allerteuerste ist und bleibt natürlich Yoda, voll elektronisch, den ihr ja schon sehr oft gesehen habt, der mittlerweile bei Amazon bis zu 1300 Euro kostet, wird bei uns auch nur 300 Euro kosten und dann sind die, dann gehen die. Und die anderen Figuren gehen auch 50, 30 cm, werden wir jetzt hier alles. Alles geht und es wird dann ziemlich leer sein und ein bisschen mager ausschauen. Keine Ahnung, dann mache ich hier eine Fotogeschichte oder so. Keine Ahnung. Also ihr werdet eingestimmt in die sogenannte Star Wars Auflösung. Aber in 10 Jahren, wenn 50 Jahre Star Wars und dann gibt es ja auch das Resort. Vielleicht können wir ja auch vom Resort aus irgendwann mal, ne? Wer weiß, keine Ahnung. Ja. Aber bis dahin, wie gesagt, euer Medienkanzler, euer Captain Rex, euer Black Saber hier. Ach herrlich, wow. Macht Spaß. Ich weiß, viele wollen unbedingt hier rumkämpfen wie die Weltmeister. Kann man im Green Room mal machen, ist kein Thema. Wir werden eine Menge machen. Halloween ist ja bald, auch nicht mehr allzu weit. Ja, mal schauen. Aber ich bin jedenfalls weg. Ich bin weg. Macht's gut. Es war unheimlich schön, dass ihr da wart. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ihr da wart. Und ja, das war's. Das war Star Wars, 40 Jahre und es war einmal. You have failed me for the last time.